eine Woche ist mal wieder vergangen und das bedeutet, es ist Zeit für eine weitere Folge von Ihr konntet mir ja mal wieder mit dem Hashtag Nebelnice ein paar super lustige Sprachnachrichten schicken. Und ich würde sagen, die gucken wir uns jetzt an. Und noch kurz vorweg, da jetzt ja sehr viele neue Abonnenten dazugekommen sind und viele zum Beispiel den Lupina oder den Bilou-Gag nicht verstehen oder nicht wissen, wo der Insider kommt, habe ich mit dem lieben Brausebonbon eine kleine Tabelle erstellt. Die ist auch unten in der Beschreibung verlinkt. Und da erfahrt ihr dann alles zum Thema Illuminaten, Lupina und Bilou. Und jetzt viel Spaß mit Hashtag Nebelnice. And gentlemen, the new refreshing drink with the best taste in the world. Lupina, drink. Was? Okay, ich weiß ja, dass viele meiner Zuschauer sehr jung sind. Aber ich hätte echt niemals gedacht, dass ältere Herrschaften auch meine Videos gucken. Also, Props an dich. Ein scheiß Buch habe ich zu Weihnachten bekommen. Mit meiner fetten Nerf knall ich erstmal ab. Boom, nachladen. Zweite Mal. Boom. Boom. Auf jeden Fall, Paul Gamer, eine richtig fette Nerfgun hast du da. Respekt, Bro. Tschüss, Lupina. Ich wusste, dass das einer macht. Es war so klar. Aber sehr gute Arbeit. Wow. So ein Lupinendrink hätte ich auch gerne. Kannst du haben. Rein pflanzlich und mit Schokolade. Geilo. Das Illuminatic Sword. Jetzt bin ich unbesiegbar, Illuminaten. Da! 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 Scheiße. Jungs, Alter, warum hat jeder von euch so eine Nerfgun bei sich rumliegen? Die Dinger sind gefährlich! Ich bring's nicht auf. Okay, auf, Mann. Was machst du da? Ich will von diesem Lupina endlich mal trinken, aber das geht nicht auf. Was sollte das denn? Irgendwann wirst du mir dafür danken, mein Sohn. Richtig stark gemacht, Mann. Jeder, der das Video liked, bekommt eine selbstgemachte Pizza von mir. Oh. Ich bin hier besser! Ja, die bekommst du noch, meine Güte, Mann! Das war die Vorspeise, du Arschloch! Meine Fresse! Ey, du warst das, der mein Strom abgestellt hat? Scheiß Illuminaten. Das Gesicht am Schluss! Sie sind überall. Kali Kolumbus, ich werde dich riechen. Die Frage ist eigentlich, warum hast du ein Messer in deinem Zimmer, Mann? Ich glaube, ich will es gar nicht wissen. Spüre mein Lupina-Schwert. Spüre meine Angel. Lächerlich. Letzte Hoffnung ist die PvP, ja. Und das Illuminatik-Schwert. Das ist die Wirkung der PvP. Liebe die Nebel nennt, Mann! Du hast es erfasst! Keine PvP-Jacke! Oh. Langweilig! Oh mein Gott! 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 Ich könnte mir sogar tatsächlich vorstellen, dass Bibi-Fans sowas machen. Nee, eigentlich könnte ich mir nur vorstellen, dass ihr sowas macht. Was? Nice, Alter. Krass. Kali Kolumbus!
schweigen! Du hast auf jeden Fall Talent. Weiter so. Illuminaten gibt's doch gar nicht. So ein Dreck. Anderson. Aber, nein! Ich kann das nicht. Ja, sowas geht schneller als man denkt. Besonders als Nebelnet ist man heutzutage nicht mehr sicher. Es ist eine harte Welt da draußen. Wunderbar, GG Anderson. Wunderbar, GG Anderson. Der Typ ist einfach der geilste Mann. Let's go. Ja, Baby. Jetzt. Yes. Bitte was? Sowas ist eigentlich richtig gefährlich. Also ich meine zum Beispiel, wenn der Bell irgendwie eine Fehlfunktion hat, dann wäre jetzt der Kopf abgebrannt, aber hattest du nochmal Glück. Ich wünsche dir alles Gute im neuen Jahr. Dankeschön, Quadratify. Dir auch. Stopp! Ja, Pilou in die Luft sprengen, das kann man auch mal machen. Ich werde dich umbringen. Ah, ich brauche eine Waffe. Nee. Ja, dann wird jeder die Flucht ergreifen. Lupina, schmeckt genauso wie Angina. Schmeckt wie Husten mit Schleim. Bravo! Also der Text war gar nicht mehr so schlecht. Und er hat auch guten Gegnerbezug, also 10 von 10. Warte mal, vielleicht ist Lupina gar nicht so scheiße. Vielleicht wird es einfach nur falsch verwendet. Falls euer nicht stubenreines Kind euch wieder in die Wohnung pinkelt, weil euer Zwiegeld nicht für Lego Star Wars reicht, dann macht dies einfach weg mit Lupissa mit Doppel-S für super sauber. Super Sushi, super sauber. Funktioniert selbst auf Teppichboden. Super duper sauber. Ey! Jetzt wissen wir endlich, was man mit Lupina machen kann. Vielen Dank. Sehr gut. Ich hasse mein Leben. Also Herr Maulwurf, sag sie doch sowas nicht. Oh, ist das schön. Gucken wir mal aufs Fenster. Fuck. Das ist echt scheiße. Jetzt ist Schluss, Lupina. Was ein epischer Kampf. Nice. Was? Hat jemand eine Black Ops Lackierung gemacht? Mit einer Lupina-Dose. Alter, wie geil. Du, alter Props an dich, netter Legend. Cool. Na, du geiler Weihnachtsmann. Hier bin ich, scheiße. Ho, ho, ho. Maul, Nebelig ist geil. Ist echt so, Mann! Scheiß Weihnachtsmann. Hey. Hallo Nebelig, du hast es dein ganzes Leben lang falsch gemacht. Warum hast du es denn noch nie mit der Limettenspalte und dem Eis probiert? Schmeckt immer noch scheiße. Ja, auf der Rückseite von Lupina steht wirklich, man soll es mit Eis und einer Limettenspalte trinken. Wahrscheinlich. Okay. Ey, und habe ich alle zu meinen 100.000 beglückwünscht. Nice, Mann, danke. Okay. Oh shit, Alter!
was war das? Jungs, Alter, das war gefährlich. Aber ein sehr gutes Zeichen gegen die Illuminaten, Alter, so. Okay, meine Freunde. Ich habe jetzt fast 3 Stunden lang aufgenommen. Ihr haut einfach echt jedes Mal mehr und mehr Videos raus. Das ist so krass. Und sorry, wenn ich nicht jeden reinnehmen kann. Sonst wird das Video wahrscheinlich irgendwie 3 Jahre gehen. Und übrigens, es gibt eine kleine Planänderung auf dem Kanal. Und zwar wird Sonntag kein zweites Video kommen. Also heute kommt kein Skywars-Video. Das liegt einfach daran, dass ich wirklich teilweise 14 Stunden am Tag arbeite. Beziehungsweise YouTube-Videos mache. Und ich habe halt einfach mittlerweile überhaupt gar keine Freizeit mehr. Also ich kann mir keine Serien, ich kann mir keine Filme, ich kann mir gar nichts anschauen. Ich kann auch nicht privat spielen oder mit Freunden reden, weil ich halt so viele Videos machen muss. Also keine Sorge, mir macht es natürlich Spaß. Aber so 3-4 Stunden, wo ich mir irgendwie mal ein paar YouTube-Videos anschauen kann oder ein Spiel spielen kann in der Woche, das wäre auch mal ganz geil. Und ich denke mal, das #NebelNice-Format ist so ein guter Abschluss für die Woche. Ihr feiert das ja auch immer übelst krass. Und ihr sendet auch so viel Zeug rein. Also echt nochmal vielen Dank. Und dann lassen wir sozusagen die Woche mit einem wunderschönen NebelNice-Video ausklingen. Traumhaft. Okay, dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst natürlich wie immer eine Bewertung da. Und ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder bei... Trolling.